Wie gesagt, es gibt ein bisschen. Wo ich hin muss? Ach so. Da oben. Moment, ich heile mich kurz. Soli. Schnipp, schnapp, keine Verstärkung mehr. Das hat mal wieder Chelsea Willstar. Du kennst mich schlecht, Boy. Du kennst mich schlecht. Ach du Kacke. Lauf, 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 lauf. Oh, Gott sei Dank läuft kein Timer. Da ist noch was. Was war's nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Moment, links hat gescart. Na toll, wenn der Betrüger sich geirrt hat, was die Zeit betrifft, werden wir jetzt in Stücke gerissen. Dummes Geschwätz macht es auch nicht besser. Entschuldigung. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 45 Sekunden. Ach, komm schon. Leute, der Feind dringt in die Notschutzkammer vor. Beseitigt den Zip und wir können die Explosion in der Kammer überstehen. Na, netter Versuch. Wenigstens müssen wir nicht mehr Däumchen drehen. Machen wir die Idioten kalt. Die ist ja getan. Gott sei Dank, da ist kein Timer. Ganz auf.
Bye bye. Töten ist doch immer wieder aufregend. Eigentlich war das nicht das letzte Mal. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 10 Sekunden. Wenn wir sterben, dann ist es eben so. 8, 7. Codesequenz für Kammer vollständig. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 5 Sekunden. Kammersperre wird gelöst. Luftschleuse der Kammertür wird geöffnet. 3. Kammer ist offen. Schnell da rein. Unsere Feinde werden dafür bezahlen. Das war knapp. Euer Ratgeber ist gleich sowieso tot. Ja, porco ut matisa ti mi tizarone kapana. Mi umbi put malia petwangan io mi bobo che chupa koma. Iska chenaga ima che choran chike. Dann muss ich euch eben töten. Das ging schnell. Naja, was ist denn alles neu? Mwahaha. Ich sehe irgendwie. Scheiße, nicht jetzt. Mann, müssen wir uns jeder mit mir sprechen müssen. Speed weit, wow. Wollte gerade sagen, und hat. Gerne ein bisschen Musik laufen lassen, aber ja. Content kotz. Weil genauso wie beim Spooky South auf Jumpscare hatte ja auch jemand gemeint einfach so.
So, sieht eigentlich cool aus vom Aussehen her. Hoffentlich, was? Kampf, Yukai? Oh Gott, sehr viele. Okay, erstmal die Wette. Du siehst immer noch darum, geistert. Was liegt dir auf dem Herzen? Nichts? Warum? Soll ich vielleicht traurig sein? Dafür ist es draußen viel zu schön. Spielen wir zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ich erzähle euch drei Dinge über mich und ihr müsst herauskriegen, was davon gelogen ist. Okay, es klingt okay. Das dritte. Du würdest nie jemanden für Geld töten. Kommt nur darauf an, wie viel Geld im Spiel ist und wie sehr diese Person den Tod verdient. Genug gespielt. Sonst kommt noch jemand auf die Idee, es hätte einen Sinn für Spaß und das wollen wir doch nicht. gut. Ich habe wohl richtig wichtig gelegen. Drei Schwestern, warte mal. Drei Schwestern. Doch, ja, das könnte hinkommen. Mein Sith Lord, ich erhalte Berichte über eine fehlgeschlagene Militäraktion. Eines unserer Bataillone für Sondereinsätze hat sich auf vage Informationen verlassen und ist in einen Hinterhalt geraten. Wir sind das einzige Schiff im Sektor, das die Notrufe als Oberkommando weiterleiten kann. Ich bitte um Genehmigung, Ihre Koordinaten zwecks Befreiung weitergeben zu dürfen. Tut das. Sofort. Sehr wohl, mein Sith Lord. Hoffentlich können die Konsequenzen dieses Fehlschlags abgemildert werden. So. Und dann wäre noch Chester Wilsa. Wo er sich mittlerweile die Namen mehr merken kann. So, was? Danke, dass ihr mir diese Audienz gewährt habt, Meister. Ich werde mich kurz fassen. Ich habe Albträume. Ich trage die einfache Robe der Jedi. Und wenn ich aufwache, kichere ich wie ein kleines Mädchen. Was zum Teufel? Ja, ach doch, ja, ich erinnere mich ein bisschen dran. Das ist doch eine schöne Art, den Tag zu beginnen. Und ich muss mich bei euch dafür bedanken. Ich erkenne langsam, dass meine Wertschätzung für euch im Gegensatz zu einem Gebot der Sith steht. Es wird erwartet, dass ein Schüler irgendwann seinen Meister stürzt. Ihr werdet das niemals befürchten müssen. No. Ich bin froh, das zu hören. Das war alles. Danke für eure Zeit, Meister. Wenn ich darüber so nachdenke, glaube ich, dass ich Mr. Fanks auch genauso habe. Ich beende mal die Folge und wir sehen uns in den... Also morgen wieder. Bye, bye.